Das wird heute ein sehr, sehr spannender Tag. Gestern haben die Indizes groß rumgedreht, auch am US-Markt. Und jetzt wird sich zeigen, ob man hier versucht, ein totes Pferd nochmal zu satteln und eine Runde zu reiten oder ob wir wirklich schön nach oben laufen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Morgen nach den Handelsideen pflücken wir die Indizes alle mal samt auseinander. Wir gucken heute kurz auch natürlich auf den DAX. Das machen wir ja wie immer, wenn sich was ergibt, nehme ich das hier locker flockig auch mit rein dazu. Heute WTI nach dem Kursrutsch mit Umkehrchance, auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Nachdem wir hier den Ritt nach unten wirklich schön mitnehmen konnten, kommen wir jetzt vielleicht kurzfristig in die Situation, die Gegenrichtung mitzunehmen. Das macht richtig Laune, da freue ich mich echt total drauf. Heute haben wir dann noch auf der Uhr US-Dollar, Kan-Dollar und britisches Pfund, japanisches hier. Letzteres dreht nach einem Kursruck nach unten hin auch wieder um im großen übergeordneten Aufwärtstrend. Da könnte es durchaus deutlich Potenzial zur Oberseite geben. Also, es bleibt weiter spannend und ich freue mich drauf, gleich zusammen in die Charts zu schauen. An dieser Stelle auch noch einen schönen Dank für die guten Morgengrüße und ja, bitte, wie immer, wenn Fragen sind, rein in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne um diese Dinge. Dann zunächst der Risikohinweis. Ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das haben wir und damit gucken wir heute auf die Nachrichten. Und heute ist EZB-Tag, Leute. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Dann spricht am Abend auch noch Frau Lagarde sozusagen in den Abendstunden. Also es bleibt mega mäßig spannend. Wir sehen es hier und heute wirklich. Das ist der wichtigste Termin für uns hier in der Eurozone, auch mit Blick auf den Euro, mit Blick auf den DAX. Das bleibt spannend. Den Zinsentscheid gibt es um 13:45 Uhr. Die entsprechende Pressekonferenz wie immer um 14.30 Uhr. Standardprogramm sozusagen, aber echt richtig, richtig spannend. Ansonsten heute aus den USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir wissen ja inzwischen, da schaut man genauer hin. Die letzten Zahlen haben jetzt allerdings hier nichts bewirkt, was die Zuwächse an den Indizes hier, sage ich mal, langfristig böse untermauern können. Also wir schauen, was passiert. Kurzfristig kann das natürlich immer ein paar Auswirkungen haben, aber man muss es auf der Uhr haben. Deswegen das Ganze hier. Und dann heute noch natürlich die Rohöl-Lagerbestände. Die kommen ja sonst immer mittwochs, aber da Montag Feiertag war, schauen wir heute rein. Wir sehen es hier, man erwartet einen Rückgang von 1,3 Millionen Barrel. Das wird sich zeigen, was der Markt draus macht. Und damit gehen wir rüber in die Charts. Die ticken und die warten nicht auf uns, sondern die laufen einfach durch. Und wir starten zuerst mit dem Blick in das Währungspaar. Britisches Pfund, japanischer Yen. Und das ist, hier sieht man, warum ich mich so freue auf dieses Gesamtsetup, was wir hier haben mit Bezug auf den wirklich großen Chartverlauf, den wir hier drin haben. Ich skizziere das mal ganz kurz noch durch hier. Den Chart muss ich auch mal aufräumen, aber das mache ich nicht heute. Also, Leute, was haben wir? Guckt euch das mal an. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, schön nach oben, steigende Hochs, steigende Tiefs. Laut Adam Riese, das ist ein Aufwärtstrend. Was haben wir im Aufwärtstrend? Schaut es euch an. Eine schöne Korrektur. Und da kam gestern hier das Umkehrsignal. Und das ist genau der Punkt. Da juckt es mich als Trader auch immer in den Fingern. Wird so ein Signal bestätigt, hammergute Chancen auch nach oben zu laufen im Sinne dieses größeren Aufwärtstrends. Und das ist spannend. Und was wir hier an dieser Stelle natürlich noch sehen, ist die Tatsache, wo hat dieser Markt denn umgedreht? Und zwar direkt hier in diesem Supportbereich um die Marke von 136 so in etwa. Das war der Wendepunkt. Hier hat der Markt gedreht und das ist auch ein schöner Supportbereich. Und diesen Supportbereich oder über diesem Supportbereich hat der Markt angefangen zu drehen. Das heißt, das ist schon mal eine gar nicht so schlechte Geschichte, nachdem wir hier in diesen anderen beiden Bereichen sozusagen, hier, Moment, da haben wir einen Bereich gehabt und etwas höher auch noch hier, diese zwei Level in etwa, also 138,2 bis 138 runter, das waren die Level. In diesem Drehbereich hatten wir ein paar Abgabebereiche und jetzt kommt der Markt schön nach oben. Und das ist das Schöne, das ist das Spannende, was wir hier sehen. Wartet mal, ich nehme euch das mal ganz kurz raus hier.
Wir brauchen es nämlich nicht für den Weg nach oben. Ja? Wir müssen natürlich immer auf den Weg nach unten schauen. Das heißt, sollte der Markt wieder hier unten drunter unter dieses Vortagestief fallen, ja, dann müssen wir natürlich konstatieren, wenn wir hier drunter fallen an dieser Stelle, dann dreht der Markt wieder ab in die korrektive Richtung. Potenzial mit Bezug auf diesen großen Trend ist ja weiterhin deutlich vorhanden. Ne? Aber wir sind ja hier im übergeordneten Longmarkt, habe ich ja skizziert. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal in der Stunde an. Und da sehen wir es schon. Der Abwärtsrutsch war da, der war hochdynamisch, deswegen sehen wir hier nicht zwangsweise gute Trends. Aber das Level, in dem wir momentan klemmen, dieses hier, ja, das sehen wir hier drüben. Das war der Bereich, an dem der Markt dort auf dem Rutsch nach unten nochmal kurz durchgeatmet hat, nicht lange, aber naja, ein paar Tests waren es gewesen, ein paar Stündchen haben wir da und dann schwingt das Ganze so nach unten. Und hier unten haben wir die Bodenbildung gehabt, beziehungsweise hier auch ein kleines Haltelevel. Das war das erste Indiz, dass der Markt rumdrehen wollte. Und jetzt haben wir ihn wieder da, im kleinen Bereich. Schaut es euch an hier, also zack, 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 bam. Wenn das nach oben abgeht, dann haben wir wirklich gute Chancen. Dann haben wir die Bestätigung vom Umkehrsignal und die Anlaufpunkte nach oben hin, die sind dann erstmal klar mit Blick in den Stundenchart hier. Dieses Ausbruchslevel, kommt einen Augenblick, dieses Ausbruchslevel hier um die ja, 139, 6, 139, 7 in etwa. Und dann hier oben ran die nächsten Swing Highs, die man durchaus mit annehmen kann. Und wir sehen es, wir haben sie hier liegen bei 140, 076. Dann hier der größere Bereich, als der Markt nach unten gerutscht ist. Wenn ich das mal raffe, hier dieser etwas größere Drehbereich, das kommt vom Tageschart, wo wir hier nach unten durchgelaufen sind. Das ist natürlich auch immer wieder interessant. Ja, und dann, wie schon gesagt, hier, schaut es euch an, da haben wir die Schwungbereiche, die wichtigen im höheren Bereich und die liegen hier dann oben um die 141,4 und die knapp 141,9 und dann ist schon hier das Trendhoch wieder in Sicht, in greifbarer Nähe. Das wäre mal das Potenzial zur Oberseite, wenn der Markt wirklich nicht nur hier anlupft, sondern ab nach oben durch die Decke geht. Das bleibt auf alle Fälle mal eine schöne Geschichte entsprechend für das Long-Szenario im britischen Pfund, japanischen Yen. Dann bleibe ich noch bei den Währungen und sage an dieser Stelle auch nochmal, wer wirklich einen Wunschmarkt hat, bitte nicht schüchtern sein. Ich bin dafür da, dass ich auch auf Wunschmärkte eingehe. Bitte rein in die Chats und dann kümmern wir uns im Anschluss direkt noch drum. Wir blicken jetzt auf das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar. Wie schon gesagt, Petrowährung haben wir da. Wir haben das vor kurzem besprochen, als der Markt hier so wahnsinnig dynamisch nach oben gelaufen ist. Eins dürfen wir aber nicht vergessen, die Chancen hier, eine tiefere Korrektur rauszuhauen, die sind da, die waren da, die sind da, wie man auch immer das nennen möchte, aber übergeordnet ist das Teil einfach mal abwärts gerichtet. Und wenn wir sehen, was hier gestern passiert ist und wie der Tag heute ausschaut, haben wir hier ein Umkehrsignal. Und wenn das bestätigt wird, dann haben wir zumindest im Kleinen mal die Chance, unten reinzulaufen aufs Trendtief um die Marke von 1,29,9. Das ist die Marke, der Punkt hier unten. Das ist der Weg, der unten offen bleibt. Und das schauen wir uns auch nochmal im Stundentrend mit an, weil wir haben natürlich hier im Stundentrend den Aufwärtslauf mit da. Und das ist das Interessante, wo man schön die Planung auch reinziehen kann. Schaut euch das an. Wird das Ganze nach unten fortgesetzt? Also hier diese Abwärtsbewegung, ist das dann die Bestätigung des Abwärts, das Verkaufssignal von gestern? Und dann können wir sagen, wo geht es hin? Nummer 1, wenn dieser Bereich hier oben abverkauft wird, sehen wir schon mal, das ist ja hier das letzte Ausbruchslevel gewesen. Also diese Marke hier, die 1,31, das ist so ein bisschen ein Unterstützungslevel. Ich mache das deswegen mal grün hier. Aber wenn es der Markt rausnimmt, hat das Unterstützungslevel keine Relevanz mehr. Und das wäre dann eher das bärische Zeichen, dass wir die Unterseite sehen. Und die Unterseite, wie schon gesagt, hier haben wir ein kleines Ausbruchslevel. Das ist das Ausbruchslevel, als der Markt ja so dynamisch nach oben gelaufen ist. Deswegen das auch durchaus marktbeachtenswert. Hier die 1,31,15 knapp und danach hier unten haben wir es im kleinen Bereich, wenn wir uns den Aufwärtstrend mal anschauen, die Marker, die wir da liegen haben, grob die 1,3075 und die 1,34, die Bereiche hier unten, bevor wir dann hier unten am Trendtief stehen. Luft nach unten ist da, Chance nach oben weiterhin, da muss man aber erstmal sehen, was los ist. Noch haben wir hier keinerlei Signale, dass der Markt oben will. Wir haben, wie schon gesagt, gestern das Umkehrsignal bekommen auf die Short-Richtung und wenn das Bestätigung findet, ist durchaus Potenzial zur Unterseite für die Trendfortsetzung da. Jetzt haben wir allerdings im Tageschart gesehen,
Wo wir gerade stehen, und die Unterstützung hier unten sind auch noch da. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich Richtung Tagestief aufbrechen, der nächste größere Supportbereich ist hier die 1,29,4. Und da bitte an dieser Stelle ein bisschen aufgepasst. Wir sehen es aus der Vergangenheit. Ich gehe mal kurz in den Wochenchart. Wir sehen es aus der Vergangenheit. Das Level hier unten, ich persönlich setze hier nicht gleich auf einen einfachen Bruch nach unten durch, ja, sondern dieses Level hier, das Tief bei 1,29,4, das ist ein starkes Support-Level und da könnte es durchaus weiter nach oben drehen. Deswegen kurzfristig nach unten hin absolut kein Thema, das ist durchaus da, alles überhaupt kein Problem. Man muss nur wissen, hier unten könnte es deutlichen Support geben. Aber wenn der irgendwann wegfliegt, Leute, schaut euch mal an, da haben wir unten so viel Luft an dieser Stelle, das ist interessant. Und hier, schaut mal, für die Abwärtsrichtung, was wir hier haben, wenn es bricht. Ein Level, zweites Level, drittes Level, viertes Level, fünftes Level. Also, da ist so viel Platz nach unten, wo wir gute Punkte haben. Das Paar wird uns sicherlich noch eine Weile begleiten, wenn hier unten der Durchbruch kommt. Das ist der Blick in Kandollar. Also, hier das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar. Und damit gehen wir aufs WTI. Kürzel hier XTI, ja, das bitte mit im Kopf behalten. Das heißt XTI hier an dieser Stelle. Und wir sehen es hier, wir hatten es besprochen, hier oben rot markiert. Das war das Umkehrsignal, dass wir diesen Aufwärtstrend verlassen, dass das Potenzial zur Unterseite ist. Den Ritt nach unten konnten wir hier sehr schön mitnehmen. Das war kein Todespferdchen, was wir hier auf der Downside geritten haben, sondern das war quicklebendig für die Unterseite. Jetzt haben wir eine Gegenbewegung. Gestern sehen wir es hier, ich zoome es mal kurz ein bisschen näher ran, dass man es besser erkennen kann. Das, was wir hier gestern gesehen haben, ist mal definitiv der erste Versuch einer Umkehr. Ob die nachhaltig ist, das wird sich zeigen. Wir schauen noch mal ganz kurz auf den Schub nach unten, den wir hier gesehen hatten. Schaut euch das mal an. Wir hatten ja hier gesprochen, nach dem Ausbruch hier, die Kursziele, die wir mit angelaufen hatten. Na, da hatten wir hier einmal den Bereich um die, na, ich sag mal jetzt ganz grob, 38,50. Und hier unten den Markerbereich hier in diesem Level um die 36, ja, 80 in etwa rum. Die sind mittlerweile angelaufen und jetzt heißt es halt, wie geht es weiter? Die Abwärtsbewegung ist erstmal zu Ende, wir korrigieren ganz klar. Fallen wir unten drunter, also hier unter das Zwischentief, was wir haben, bei 36 in etwa, ist der Weg nach unten weiterhin offen. Anlaufmarker sehen wir auch aus diesem Chartverlauf hier. Nächste Marke 34 und ein paar eine 30, das ist das Zwischentief hier, aus diesem Aufwärtstrend, den wir hier hatten. Und danach haben wir dieses große Drehband hier, grob 29 Dollar, das schwankt hier ein bisschen. Warum ist das ein Drehbereich? Schaut mal hier, der starke Abwärtsdruck nach unten, der hat hier nochmal ein Korrekturhoch gefunden und das wurde hier dann rausgenommen und hier gab es dann deutliches Kaufinteresse. Deswegen ist das ein durchaus akzeptabler Schwungbereich, der auch planmäßig ohne weiteres mit angelaufen werden kann, wenn wir nach unten durchrutschen. Da haben wir natürlich deutlich Potenzial zur Unterseite auch mit da. Und das sollten wir schon auf der Uhr haben. Aber für die kurzfristigen Trader, für die machen wir ja auch morgens immer wieder schön die Setups hier an dieser Stelle, ist es jetzt natürlich Zeit, auch mal die Oberseite anzuschauen. Und wenn wir die mal sehen, hier, dann blicke ich mal ganz kurz in den Stundenchart mit rein, haben wir natürlich auch ein paar Potenziale oben liegen. Wir sehen es, der Markt hat hier rumgedreht, trendet im Kleinen nach oben. Hier, ich zeige es euch mal hier, das ist der Aufwärtstrend, den wir hier haben. Das ist das Umkehrsignal, was wir da gestern bekommen haben. Und wenn sich das fortsetzt, haben wir gute Chancen. Wichtig an dieser Stelle zu wissen ist aber, was heißt denn aber? Wichtig zu wissen an dieser Stelle ist, hier gab es Verkaufsdruck, ja, das war der letzte große Rutsch, die Marke von 38,40, da haben wir hier auch gebremst in der Aufwärtsbewegung. Dieses Level muss rausgenommen werden. Wird es rausgenommen, haben wir die Chance nach oben zu laufen. Zielmarker hier oben, die Swing Highs, die 39,35, beziehungsweise dann hier oben die Marke von 41 bis 41,60. Das sind mal durchaus Anlaufbereiche für eine schöne Gegenbewegung. Gegenbewegung erstmal, ja, die kann natürlich noch deutlich höher laufen, aber wir müssen immer sehen, was daraus wird und die Frage halt, wer nach uns kommt, ist halt wichtig und das sehen wir hier an diesen Bereichen, also für das Kurzfristige durchaus interessant zur Oberseite. Sollte der Markt die Oberseite aber gar nicht erst spielen wollen, ja, dann sehen wir es auch aus aktueller Sicht, wenn wir hier unten drunter laufen, das heißt, wenn wir hier dieses Level unten rausnehmen, das hier,
dann sind wir hier in der Situation, dann dreht dieser Aufwärtstrend wieder rum in die Abwärtsrichtung, deswegen hier mal rot. Das wäre dann das Verkaufssignal und dann können wir schön die Unterseite hier mit reinnehmen und das Ganze mit am Laufen lassen für die Shortseite. Soweit ist es jetzt aktuell noch nicht. Das muss der Markt erst entscheiden. Ölbericht gibt es ja heute auch noch. Von der Seite her schauen wir mal, was wird. Thema Öl. Ich schaue nochmal ganz kurz, wie die Zahlen gestern gewesen sind. Wir haben ja gestern sozusagen den API Rohölbestand bekommen und da gab es einen Anstieg um 2,9 Millionen Barrel, den wir hier hatten. Also das muss man an dieser Stelle sagen, ist nicht unbedingt das, was man braucht für einen stark steigenden Ölpreis. Wir werden sehen, was passiert. Auf alle Fälle hier das Ganze auf der Uhr. So, und jetzt nehme ich mir kurz die Zeit und schaue mal kurz in die Chats. Wir kriegen die Frage, wie schätzen Sie britisches Pfund US-Dollar ein? Der ist ja ziemlich runtergekommen in den letzten Tagen. Das wird spannend, hier eine Umkehr zu sehen. Gucken wir uns gleich an. Und dann haben wir noch eine zweite Frage. Wie ich den Dow einschätze. Tote Hose bis zum EZB-Bescheid und dann Ausbruch, aber wohin? Das ist eine klasse Frage. Tote Hose, das ist das Thema, was ich vorhin auch angesprochen hatte. Wir werden sehen, ob hier ein totes Pferd zum Leben erweckt werden soll oder aber ob wir wirklich nach oben durchstarten. Chancen zur Oberseite haben wir auf alle Fälle. Der Markt gestern, die Gegenreaktion auf dem Vortagesverlust, die war schon ganz schön ordentlich. Wie schon gesagt, wir schauen uns das Ganze morgen mal im Detail an, aber wir gucken uns den Dow auch gleich mal an. Wobei ich auch sagen muss, Leute, der Dow und die EZB, das ist nicht unbedingt etwas, was stark zusammenhängt, weil ich sag mal so, die Amis, die kümmern sich nicht wirklich primär um das, was die EZB hier sagt. Die haben andere Dinge im Kopf. Die bewegen ja auch die Märkte durch ihr Geld. Sage ich mal, die EZB natürlich kann die Auswirkung haben, weil die EZB beeinflusst natürlich irgendwo auch den Euro. Und wenn der Euro jetzt sich in eine falsche Richtung bewegt, könnte das kurzfristig Auswirkungen auf quasi die importierten Produkte in die USA haben, wenn es da wieder schlechter wird. Aber das muss man sehen. Und ob jetzt wirklich tote Hose ist, das ist immer so die große Frage. Ob die Märkte jetzt was Starkes antizipieren. Wir sehen ja auch, wie sich der Euro bewegt, wenn wir mal ganz kurz auf den Euro schauen wollen. Der bewegt sich ja wieder nach oben hin. Da hat dieses Level, was ich gestern auch besprochen hatte, gut gehalten. Ich suche hier immer den Euro. So, da ist er. Ihr schaut euch das mal an. Der Markt scheint hier schon was Gutes zu antizipieren. Sonst würde er nicht so ansteigen. Da ist jetzt natürlich die Frage, ist das nachhaltig? Oder wird das direkt wieder abverkauft, je nachdem, was die EZB sagt. Also die PK ist da sehr, sehr, sehr wichtig. Nur das, was die Märkte hier momentan spielen, ist einfach dieses positive Bild auch, dass wir wahrscheinlich einen Impfstoff bekommen, zeitnah für sozusagen das Covid-19-Virus. Und all diese Dinge sind halt da. Und man sieht halt auch das Thema den Unternehmen. Wir sind in einer starken Rezession, aber die Zukunft scheint positiv zu sein und das treibt die Märkte dann so ein bisschen um. Und das müssen wir einfach mal schauen, wie es kommt. Aber wir gucken uns den Dow gleich nochmal an. Zuvor möchte ich das Währungspaar angehen und zwar hier britisches Pfund US-Dollar. Also das Cable haben wir hier. Und hier, wenn wir uns das Ganze mal eben kurz im Tageschart mit anschauen wollen, wir haben ja schon einen massiven Schub nach oben gesehen und der dann auch in brutaler Art und Weise abverkauft wurde. Wir haben das Short-Setup ja hier auch besprochen. Also hier auch wieder mein Glückwunsch an all diejenigen, die hier die Morning-Sendung sehen. Wir haben das nach oben geritten, wir haben es nach unten geritten und jetzt schauen wir mal, was kommt. Wir haben hier natürlich einen sehr, sehr schönen Sektor unten gehabt, das Haltelevel um die 1,30. Schaut mal, da sind wir kurz drunter gelupft, um dann wieder stark nach oben zu drehen. Das sind so die Dinger, die Marker, wo wir sehen, der Markt möchte hier nach oben und das Kaufsignal von gestern findet momentan wieder Bestätigung. Ja? Und das ist jetzt das Wichtige, dass man einfach sieht, welchen Trend nehme ich jetzt hier für mich als Richtungsgeber an sich. Hier fließen im Tageschart diverse Trendgrößen ineinander zusammen. Das ist übrigens auch ein Teil vom Seminar jetzt im September. Am 26., 27., also wer da noch Interesse dran hat, wir haben noch zwei freie Plätze, dann ist das Webinar voll ausgebucht und wir schauen einfach mal ganz kurz hier, was das Thema zusammen hat. Schaut mal hier, das ist der Trend, der Richtungsgebende. Mann, das ist das falsche Signal, hier, das möchte ich haben. Also, was wir hier sehen, schaut mal, das hier ist der große Trend. Das ist das, was hier läuft und wenn man den als Richtungsgeber nutzt, ja, dann sieht man hier, Bewegungstrend ist gebrochen worden, ganz klar, aber wir haben hier an dieser Stelle einfach dieses große, starke Umkehrsignal gehabt
Und das findet jetzt Bestätigung, Anklang. Und das können wir durchaus dafür nehmen, um die Oberseite mit anzutraden. Und das, wenn es bestätigt wird, so sieht es ja momentan aus, hat halt die Chancen, zur Oberseite reinzulaufen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen, kurz im 4-Stunden-Chart, ich mache mal kurz den Zeitrahmen rein, schaut euch das mal an. Hier, das der Bewegungstrend, der ist hier tatsächlich rausgenommen worden. Aber wir haben mittlerweile einen Gegentrend, der sich aufwärts stellt. Das sehen wir hier. Und das ist die Umkehr auf der Tagesbasis. Und das gibt uns die Chance, weiter nach oben zu laufen. Anlaufmarker sind natürlich dann jetzt erst einmal die alten Unterstützungen hier an dieser Seite. Ich sag mal, wir schauen mal, wie sich das Ganze heute im Handelstag entwickelt. Aber es sieht so aus, als wenn wir hier wirklich schön die Umkehr bekommen. Und die Anlaufpunkte haben wir dann hier 1,3055. Hier oben dann der größere Ausbruch, hier oben drüber 1,31 und dann können wir uns schon an den Swing Highs hier orientieren, die oben auch dran liegen, 1,33,2, 1,33 knapp 6 und hier 1,34 und dann schon das Hoch. Also viel Potenzial zur Oberseite, dass der Markt durchaus reiten kann. Wir werden sehen, wie es sich hier oben verhält. Ja, die 1,30 ist wieder gekauft worden. Wenn er stark bleibt, der britische Pfund US-Dollar oder das britische Pfund US-Dollar, dann ist als nächstes hier die 1,305 dran. Und wenn wir darüber die Stabilisierung kommen, ist immer weiter viel, viel mehr Luft zur Oberseite hin. Und das können wir durchaus hier nutzen, um die Oberseite zu bespielen. Also, es schaut momentan relativ bullisch aus. Bestätigung vom Umkehrsignal ist am Laufen. Wir sehen es hier im 4-Stunden-Trend, haben wir die Aufwärtsrichtung bereits wieder da. Ja, also, das ist ein bullisches Zeichen. Jetzt brauchen wir nur noch die Bestätigung durch weiter steigende Kurse. Das Ganze passt also. Die Wahrscheinlichkeit für die Wiederaufnahme des Trends, den großen, den ich hier auf Tagesbasis gezeigt habe, ist definitiv da. Hier haben wir es und deswegen haben wir hier den großen Trend im Rücken und das stärkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir durchaus weiter nach oben laufen können. Und dann schauen wir jetzt hier nochmal ganz flott in den DAO mit rein. Zum Thema DAO möchte ich übrigens auch mal sagen, ich hatte gestern ein Interview mit dem Wieland Art, der Toro Trader hat mich interviewt, der wollte so ein bisschen wissen, wie ich persönlich trade. Das Interview gibt es am 28. Oktober, nein, am 28. September, aber den Wieland, der tradet gerne auch den DAO, das macht er auch Intraday, ganz, ganz gerne. Das ist sein Lieblingsindex und sein Lieblings, sag ich mal, Handelszeitrahmen Intraday, also er ist ein Daytrader und den habe ich dazu einladen können, uns nächste Woche Freitag hier mal im Interviewmodus ein bisschen was zu zeigen, was er so macht, wie er so tradet. Also das wird auch sehr, sehr spannend. Hier so das Ganze mal als kleinen Teaser. So, jetzt gucken wir uns aber den DAO an dieser Stelle mal an. Und wir sehen ja entsprechend im DAO die Marker, die wir hier haben, die großen Unterstützungsbereiche hier an dieser Stelle. Die Marke von 27.100 Punkten, die hat erst einmal gehalten. Hier sind wir rangelaufen. Wir sehen ja hier auch diese sehr, sehr starken Volatilitäten. Wir haben es gestern auch gesehen, der VIX ist ein bisschen wieder zurückgekommen, das hat das Ganze hier bestärkt. Jetzt ist halt die große Frage nur, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen an, schaut es euch mal an, der Lower Timeframe ist momentan noch nicht aufwärts gerichtet. Das heißt, hier ist wirklich die Frage, tote Hose bis zum EZB-Bescheid, das wird sich zeigen. Aber die Frage, die dann wirklich kommt, ist, bekommen wir den Ausbruch auf die Oberseite hier wieder Richtung 29.100 Punkte. Das wird sich wirklich zeigen und deswegen schauen wir hier mal kurz auf das, was wir hier entsprechend im Stundenchart sehen. Wenn ich den mal ein bisschen zusammenraffe, bekommen wir schon ein paar Indikationen. Auch hier fließt wieder so ein bisschen was zusammen, aber wenn wir einfach mal das größere Bild nehmen wollen, also für all diejenigen, die so ein bisschen die größeren Sachen mit traden wollen, schaut es euch an. Moment, das war wieder das Falsche hier. Heute treffe ich die richtigen Zeichen nicht. So, also hier 1, 2, 3, 4, 5. So, Leute, das ist mal das, was wir hier drinnen sehen. Untergeordnet, hier die letzte Bewegung, haben wir natürlich auch ein bisschen trendig. Ne? Hier also an dieser Stelle, ich mache mal kurz das zurück und dann gehen wir mal kurz hier. Schaut es euch mal an. Hier, das ist sozusagen der letzte Bewegungsarm, der hier. Der ist jetzt rausgenommen worden. Rein technisch gesehen ist das halt ein wichtiger Marker hier an dieser Stelle. Also, dass dieser Bereich sozusagen rausgenommen wurde, das ist schon sehr, sehr wichtig. Jetzt hier die Marke von 27.800, knapp 80 Punkte. Hier sind wir drüber gelaufen. Das testet der Markt jetzt an. Und hier ist jetzt halt, zwei Sachen sind hier an dieser Stelle wichtig. Zum einen,
im kurzfristigen Bereich. Wir haben hier schon die Chance, nach oben zu laufen weiterhin. Ja? Also das heißt, wenn wir uns mal quasi diesen Bereich jetzt hier anschauen, der Markt hat hier im Kleinen wirklich auch schon angefangen, nach oben zu trenden. Also ich zeichne jetzt mal den kleineren Trend hier ein. Das ist das, was wir hier sehen. Die Oberseite. So, dann sehen wir jetzt hier auf der Unterseite wieder mal den Gegentrend. Und jetzt stellt sich halt an dieser Stelle die Frage, wohin geht es jetzt weiter? Trendet der Markt wieder runter, also nimmt er diese Gesamtrichtung wieder auf, müssen wir uns zwangsläufig mit der Maßnahme auseinandersetzen, dass wir hier noch nicht ganz am Ende vom Abwärtsrutsch sind. Aber wenn der Markt stark bleibt, ja, und wir hier tatsächlich sehen, dass wir wieder hier erstmal über dieses kleine Level drüber laufen und dann den Markt hier oben rausnehmen, das wäre dann Fortsetzung dieser Aufwärtsdynamik. Und wenn wir dann dieses Level hier auch noch rausnehmen, die 28.400 und knapp 50 Punkte Marke, dann haben wir diesen Trend, diesen größeren in der Stunde auch rausgenommen. Und das zeigt uns dann schon die Wahrscheinlichkeiten, dass wir eher nach oben wollen als nach unten. Das heißt, wir haben jetzt hier deswegen der Blick in den kleinen Bereich, wirklich ein paar schöne Marker da, die wir mit annehmen können. Das heißt, für den kurzfristigen Bereich schaut es so aus. Sollten wir hier diesen kleinen Abwärtstrend, ich zeichne euch das mal ganz kurz wieder ein, hier, Moment, das. Sollte sich dieses hier nach unten fortsetzen, dann müssen wir die Unterseite anschauen. Ja? Und die Marker, die wir auf der Unterseite haben, wären dann zunächst erst einmal hier im Kleinen, wie schon gesagt, das ist jetzt das Kurzfristige, hier unten diesen Ausbruchsbereich, das war ja das Level, als wir so schön stark nach oben gelaufen sind. Das wäre das eine. Und das zweite, was wir dann sehen, sind diese Lows hier unten, die wir liegen haben. Also knapp um die 27.600 Punkte, beziehungsweise hier unten drunter liegen die 27.380 Zähler. Das ist das, was wir auf der Unterseite haben. So, und jetzt gehen wir mal kurz zur Oberseite rauf. Die Oberseite ist nämlich auch charmant. Wenn wir tatsächlich es schaffen, den Abwärtstrend zu brechen, also hier oben über die 28.73, also 28.073 drüber zu laufen, dann haben wir durchaus Chancen auf der Oberseite. Und die sind auch durchaus greifbar. Also wir haben hier so ein schönes Drehpunkt-Szenario, was wir hier haben und wie schon gesagt, auch da wieder für die kurzfristigen Trader zum einen Anlaufpunkt, hier im kurzfristigen nie zu weit nehmen die Ziele, ne? Immer schön am Chartverlauf orientieren, 28.210, das Zwischenhoch, was wir hier haben, dann hier natürlich diese Marke um die 28.420 Zähler, die wir hier haben und dann im Zwischenlimit noch ein kleiner Marker, den müssen wir auf der Uhr haben, hier der Drehbereich, als wir hier wirklich umgekippt sind und sozusagen hier diese Korrektur beendet haben, den Aufwärtstrend, den Korrektiven beendet haben, rausgenommen haben, das haben wir die 28.234 Punkte Marke, grob in etwa, das sind die Bereiche, die wir hier sehen und das bleibt wirklich das Spannende zu sehen, wie sich der Markt jetzt hier entscheiden wird und wie schon gesagt, die Level, die wir hier haben, die liegen schon relativ eng aneinander, so visuell zumindest und da wird es relativ gute Entscheidungen geben, also hier bleibt es sehr, sehr interessant, wie das Ganze hier an dieser Stelle wird und damit blicke ich nochmal ganz kurz in den DAX, ja, und der DAX ist hier doch recht freundlich gestern auch unterwegs gewesen und im DAX sehen wir auch wieder wichtige Marker und für den heutigen Handelsstart ist mal eines wichtig, hier oben die Marke von ungefähr 13.310, das ist hier oben dieses starke Umkehrlevel, na, das ist also sozusagen dieser Umkehrbereich da oben und wenn wir den nach oben hin rausnehmen, ja, diesen Widerstandsbereich, das wäre hier ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir schön relativ zügig auch oben ranlaufen können an die 13.461 Punkte Marke. Prallen wir hingegen ab. Hier sehen wir ja auch den kleinen Abwärtstrend schon am Laufen. Und wenn der nicht rausgenommen wird, sondern der Markt tatsächlich hier oben abprallt, dann müssen wir uns auf der Unterseite auf die Lauer legen. Erster Anlaufpunkt wäre mal hier unten natürlich die 13.217. Mich würde es auch nicht wundern, wenn es vor der EZB hier hin und her getingelt gibt. Und wenn das Ding aber reißt, dann sehen wir hier unten auch die Anlaufmarke hier. Der Ausbruchsbereich bei 13.160 wäre dann auf der Unterseite für den DAX mal die nächste Marke. Und wer das Ganze mal im Kleinen sehen möchte, da haben wir es hier. Ich zeichne hier oder lasse von dem MT ON Live Signal einfach hier im 5-Minuten-Chart mal zeigen, was los ist. Wir sind jetzt hier gerade in der Markteröffnung, die wir hier live auch mitverfolgen können. Und da sehen wir es hier. Schaut mal, das ist der Schwankungsbereich, den ich gerade auch in der Stunde gezeigt habe. Und in diesem Bereich hier, in dieser Range sozusagen zwischen 13.300, knapp 10, 11, 12, 13 Punkten und hier unten bei 13.217, 18, das ist der Schwungbereich. Und hier wird es jetzt zu sehen sein, was wir entsprechend machen. Und wie schon gesagt, für die ganze
ganz kurzfristigen, da ist es interessant, hier, was passiert hier? Da hat sich in diesem Bereich um die 13.242 ein schöner Boden gebildet, wo der Markt dann den Ausbruch nach oben gefunden hat. Aber wenn wir uns den ganz kleinen Zeitrahmen jetzt mal anschauen, das ist dann sozusagen der Minutenchart, da trendet es nach unten. Also wir sehen es hier, es ist ein Hin und Her, ein bisschen Hickhack, aber wer das Ganze kann und weiß, wie er es einschätzen kann, kann man das Ganze gut auch zum Trading mit benutzen. Spannend bleibt es halt wirklich, was hier an diesen Stellen passiert, auch in der Range. Das ist der Blick in den DAX. So, weitere Fragen sehe ich jetzt an dieser Stelle nicht. Das heißt, an diesem Punkt sage ich wieder einen ganz schönen Dank für das Zuschauen. Empfehlen Sie uns weiter und wir sehen uns dann morgen früh in der Live-Sendung hier um 8.30 Uhr auf Facebook bei Tickmill Deutsch oder aber ja über Zoom beziehungsweise im Nachgang dann auf der Aufzeichnung. Morgen, wie schon gesagt, gibt es die große Indexschau, die Wochenplanung für die Nachrichten und die Dinge, die heute im Laufe des Tages kommen, werden wir dann natürlich auch noch mit besprechen. Danke allen, einen erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen. Tschüss.